dir gut. Es war Taylor. Hallo. Sie haben Dr. Salim. Zu Let's Play. Woher wusste er, dass Black Ops 3? Du uns irgendwas? Sie sagt die Wahrheit. Und jetzt werden wir sehen, was passiert. Bist du es? Ich weiß nicht, was zur Hölle hier los ist. Oh doch. Du weißt alles. Du weißt es nur noch nicht. Kane, kannst du ihn orten? Nicht von hier. Kehre zurück zum Unterschlupf. Ja. Klar. So kommt sie auf. Falscher Ort, falsche komm. Zeit. So, oh Gott. Ab und zu sind die Charakter ein bisschen dappig. Goll. Ihr müsst entschlossener kämpfen. Hoch. Oh, ich darf nicht. Okay. Oh, Alter. So. Geh mal ein bisschen vor. So. Das war jetzt, oh, warum kommt denn die ganz tolle Fehlnummer 1. Durch, Moment! Hoch. Weil da ist so. Oh. Jemand muss ihn hier rausbringen.
Okay. Vorne ist ein Verbündeter. Suche Lebenszeichen. Das Lebenszeichen reicht mir. Greife an. Hey, brauch ein wenig Hilfe. Bereit? Eins, zwei, drei. Lebt da drin noch jemand? Verbündete, kommen rein! Langsam, das Ding hängt am seidenen Faden. Wow, 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 nicht schießen! Freunde, Winslow-Abkommen! Helfen Sie mir, bitte. Scheiße. Okay, ich werde Sie bewegen. Nicht wie raus da! Der Pilot ist tot. Scheiße, komm schon! Wir müssen los! Come on.
Dein Ernst jetzt? Gott! Ich hab den gar nicht gesehen! Och nein! Das ist der letzte. Warte. Keine Zeit zu verschwenden. Na los. Nein. Wir haben was übersehen. Was übersehen? Wo ist das Dead-System? Dead-System offline. Wiederhole. Dead-System offline. Scheiße! In Deckung! Doch helfen. Stattdessen haben wir Ramses und bald ganz Kairo verloren. Khalil, es ist nicht zu spät. Das sind Verräter.
Sie hören nicht auf, dem Feind zu helfen. Wir schlagen zurück. Ihr wisst noch nicht mal, wo sie sind. Kane, was ist mit dem Sender? Finden wir damit Salim? Das Signal ist stabil. Ziel bewegt sich südlich von Kebeshe. Verstanden. Treffen uns im Unterschlupf. Hoffentlich kann ich dir vertrauen. Gibt es einen Grund, dass ich erst jetzt von dem Peilsender erfahre? Haben Kane und du jetzt schon Geheimnisse? Ganz ruhig, Hendrix. Dein Kopf ist seit Singapur nicht mehr ganz klar. Kane hat das nicht entschieden. Ich war's. Wir haben eine Chance. Mit Salim finden wir auch Taylor. Trotzdem war es nicht richtig. Ich habe nur meine Zweifel an dieser verdammten Mission. Ja, ich verstehe. Aber wir haben einen Job. Ich weiß. Es scheint nur falsch. Okay, ja. Ist ja nicht schlecht, ne? Bin mal gespannt, was jetzt kommt. Jo, Mission abgeschlossen. Nice. Da kommen die nächste Szene und ich halt mal die Klappe. Bis gleich. Oder auch nicht. Okay. Ich muss ein bisschen meine Waffe umrichten. So, Lasermarkierer, da machen wir Griff dran, dass er nicht so verzieht. Bis hier lassen wir es so, das auch. Und bei West Wildcats, was neu freigeschaltet. So, Tarnung haben wir dann noch. Ah ja, haben wir Tarnung, glaube ich, freigeschaltet, ne? Tarnung. Okay, Schwarzmarkt, kenne ich. Extra Test. Oh, ich nehme die da. Aber was mich stört, ist der Schalldämpfer, der sieht scheiße aus. Nehmen wir noch Schafftropfen. So. Das sieht ja richtig fett aus, ey. Und wir nehmen dann Pistole, nehmen wir die da. Richtig geil, ey. Gut, dann haben wir eigentlich fertig gerüstet. So. Wo ist Hendrix? Und mit sie uns er noch schläft. Schnell um hier. Ich mache eine DNI-Diagnose bei ihm. Kann ich dir vertrauen? Kann ich dir vertrauen? Auf jetzt. Boah, das lade wieder so ewig. Sieht nice aus. Ich werde dir die Wahrheit sagen. Als Taylors Team das Geheimprojekt entdeckte, wollten sie damit an die Öffentlichkeit gehen. Dieses Risiko konnte die CIA nicht eingehen. Sie wurden zurückbeordert, um sie zum Schweigen zu bringen. Okay. Taylor spricht noch mit uns, obwohl wir abgetaucht sind. Wie ist das möglich? Ich glaube, sein DNI wurde beschädigt. Darum konnten wir sein Team nicht ausfindig machen. Aber wir können den Doktor aufspüren. Gut.
Gut, wir suchen noch uns kurz eine Waffe aus. Und nehmen eine andere Fähigkeit, Kontrollekern, Chaoskern und nehme dieser. Ja, dann bin ich mal ruhig und würde sagen, viel Spaß dabei. Hendrix. Seine Diagnose zeigt einige Unregelmäßigkeiten. Vielleicht nur ein Kalibrierungsproblem, aber ich will es nicht ignorieren. Vor allem nach seinen letzten Ausbrüchen. Du weißt, wovon ich rede. Deshalb hast du ihm auch nichts vom Sender erzählt, den du Salim angesteckt hast. Wir planen gerade einen Angriff an der Seite der ägyptischen Armee. Wie sorgen wir dafür, dass sein Kopf klar bleibt? Ich kann die Medikation ferndosieren. Das sollte hinhauen. Aber er darf auf keinen Fall gefährden, dass wir Taylor erwischen. Dazu kommt es nicht, Kane. Dafür sorge ich. Ägyptische Verbündete in Position. Sie haben das Gebäude umstellt. Erwarten grünes Licht. Scheiße! Kane! Das Signal vom Doktor ist weg! Was zur Hölle soll das heißen? Das heißt, er ist tot. Oder so gut wie. Khalil, halt deine Männer in Position! Wir sind im Landeanflug! Wir sichern die Botschaft! Wartet auf unser Zeichen! Festhalten! Alles klar. Manticore mit menschlichem Piloten. Sieht wie Sarah Hall im Cockpit aus. Wissen wir, wo Taylor oder Maretti sind? Wo wollen sie hin? Negativ. Alles klar. Dann müssen wir an Hall vorbei. Wir dürfen Taylor nicht nochmal verlieren. Junge, übertreib's doch nicht! Oh, ich komm nicht rüber! Paul greift an! Sprengstacheln, Vorsicht! Achtung, Paul auf erhöhter Position! Lodi, noch Lodi! Schäler, noch Lodi! Oh ja, klar! Manticore-Leistung bei 70%. Sie steht zwischen uns und Taylor. Feuer! Alter. Jetzt, Junge, jetzt habe ich echt keine Zeit. Ach, Leute. Ach Leute, müsst ihr mich immer anschauen. Oh ja, ja, übertreib. Wenn sie kommen, oh! 10%. Sie ist unsere einzige Spur zu Taylor. Hol sie runter. Ach, stirb doch jetzt mal! Sie ist unten! Unten! Schnell, verbinde dich mit ihr, bevor wir sie verlieren! Geil! Bitte nicht. So gehen wir jetzt also vor? Töten unsere Leute, weil sie eine Verschwörung aufgedeckt haben? Du weißt nicht, was das auslöst. Ich weiß. Und es tut mir leid.
ja, aber assoziiert zu werden. Machen wir hier eine kurze Pause und sehen uns gleich.